Das Thema Raumentwicklung und Regionalentwicklung, ländliche Entwicklung, das ist natürlich etwas, was uns schon ganz lange umtreibt. Und was wir eben thematisieren wollten nochmal war, wie kann uns eigentlich Digitalisierung, wie können uns digitale Instrumente dabei helfen, das Thema Raumentwicklung, Regionalentwicklung nach vorne zu bringen. Und dazu hatten wir uns eben auch fachliche Expertise eingeladen von außerhalb. Wir wollten mal aus der Wissenschaft neueste Erkenntnisse hören. Wir wollten einfach hören, es wird woanders diskutiert in dem Thema. Der Moment ist so spannend. Weil jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie wir mit unseren Städten umgehen wollen, wie wir unsere Räume entwickeln wollen, was Stadtgestaltung überhaupt heißt. Und wir können das auch deshalb, weil sich alle Rahmenbedingungen zu planen, umzusetzen und etwas auf den Weg zu bringen, sich aktuell verändern. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man vor dieser Komplexität nicht zurückschreckt. Also in Anbetracht dieser wahnsinnigen Bandbreite an verschiedenen Themen, die wir auf dem Tisch haben, die wir bearbeiten müssen, ist es eben wichtig, dass wir uns jetzt schon über ganz andere Planungshorizonte im Grunde Gedanken machen, dass wir wegkommen von diesem, es werden jetzt gerade Wohnungen gebraucht, also bauen wir jetzt welche, und sich zu überlegen, wie ist das in 10 Jahren, wie ist es in 15 Jahren, wofür soll unsere Stadt stehen und wie kommen wir vielleicht dahin. Klimaneutralität 2030 ist das übergeordnete Ziel in Soest, da wollen wir hin. Und wir gucken jetzt immer, was bringt uns Digitalisierung auf dem Weg zu diesem Ziel. Also zum Beispiel, wenn wir unsere neue Soest-App machen, dann ist natürlich ganz wichtig, das muss eine klimafreundliche App sein. Also wir wollen nicht irgendeine App machen, sondern wir müssen immer mitdenken, was bringt uns diese App denn jetzt, um das Klima zu schützen. Das können dann Nachhaltigkeitsangebote in der App sein oder Hinweise wie zum klimasparenden Verhalten, oder ich kriege einen Hinweis zu einer Solarberatung über diese App, und diese App selber muss natürlich auch klimafreundlich sein. Wir haben heute Nachmittag noch die Arbeitsgruppe nochmal gehabt über die Zentrenentwicklung, und da war also nochmal ganz deutlich, dass also die Beteiligung, also die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung und der Partizipation an diesen Prozessen, dass der wirklich überall auch im Mittelpunkt steht. Das ist zwar jetzt nichts Neues, aber nochmal so komprimiert zu wissen, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das war schon heute auch für mich nochmal sehr deutlich, auch dass wir das noch mehr in den Projekten hier verankern müssen. Was wir nicht so gelernt haben die letzten Jahre, ist lösungsorientiert sowas wie Dialoge zu suchen und somit zum Beispiel nicht das Problem der Innenstadt zu beschreiben, sondern die Innenstadt als einen Möglichkeitsraum, neue Potenziale zu entwickeln. Und das ist für mich sehr wichtig, weil das ist die Grundlage einer positiven Haltung, und die ist sehr, sehr wichtig, wenn wir denn wirklich Städte neu denken und ausrichten wollen. Naja, es ist schon so, dass wir diesen digitalen Zwilling zum Beispiel in Arnsberg für sehr wichtig achten. Die Stadt digital einmal zu spiegeln, zu sagen, wo man mit spielen kann, aber spielen eben im positiven Sinne. Ich kann zum Beispiel so komplexe Prozesse wie Hitze- und Wärmeentwicklung in einer Stadt in einem Straßenzug deutlich machen. Ich kann Veränderungsprozesse darstellen. Ich kann die Bäume wegnehmen. Ich kann Bäume hinzufügen. Ich kann Schattenwirkungen darstellen. Ich kann genau diese Prozesse, die uns in den nächsten Jahren vielleicht sogar das Leben retten. So weit würde ich sogar gehen, wenn man jetzt mal über den Klimawandel nachdenkt und 2030, 2050 mal sieht. Genau diese Prozesse kann ich im Mikrobereich darstellen. Und dieser Mikrobereich ist der entscheidende Bereich. Ich denke, dass diese Verschneidung aus Nachhaltigkeit und Digitalisierung ganz wesentlicher ist. Und ich finde, das steht schon quasi im Namen der Südwestfalen-DNA drinnen, das, was ich sehr, sehr schön finde. Also was ich denke, wir alle auch zunehmend also machen müssen, ist zu evaluieren, inwiefern die digitalen Projekte und Ansätze, die entwickelt werden, auch wirklich den nachhaltigen, ökologischen, umweltbezogenen, nachhaltigen Impact erzeugen, von dem wir uns erhoffen und wünschen. Und ich denke, das ist dann der nächste Schritt, dass man auch diese Evaluierungsschleife mit hineinnimmt. Also dieser Blick über den Tellerrand, das fand ich einfach jetzt nochmal unheimlich gut, da wirklich in so eine tiefe fachliche Diskussion einzusteigen und unsere Projekte auch mit diesen Fachdiskussionen zu matchen und dabei auch festzustellen, dass wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind.